Hi Leute, wir sind wieder back. Und das wieder mit schönen Audio-Störungen. Und irgend so eine Scheiße. Und sogar ohne, dass ich vorher duschen war. Aus einem einfachen Grund. Mein Stiefvater kam kurz darauf. Hat kurz darauf eine. Wegen 440 Punkte, nur dafür krieg ich nicht viel im Scheites. Hat dann gesagt, also musst du noch duschen? Ich so, ja, ich wollte jetzt gleich gehen. Nö, jetzt gehe ich. Habe ich gesagt, wow, cool. Dann brauche ich ja nicht warten, dann kann ich einfach. Ne? Kann ich einfach. Ach, tja, mal mit seinem geilen Eis. Das ist eigentlich nicht geil. Scheiß Matt, der ständig versucht, mich mit seinen dummen Dingern festzunageln. Boah, geil, ich kann bis kurz vom Boden mich nicht mehr rühren. Tschu, 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 tschu. Genau, jetzt weiß ich auch, warum ich den Angriff mal direkt hinterher gemacht habe. Um mich wieder bewegen zu können. Auch. Weil ich das sonst nicht mehr könnte. Und nicht nur der Endgame-Select. Dein Bild? Nee, du. Naja. Aber nur bei dir. Hihihi. Ah, ich brauche noch einen Schuss. Jetzt kommt er mit seiner Main-Einheit. Kein Bock, dass Matt seinen Er hat mich festgenagelt! Genau das wollte ich nicht. Ja. Sieht sehr toll aus. Schon wieder zweideutig. Festgenagelt. Wusstest du, dass Sex sehr christlich ist? Erst wird man das Kreuz gelegt, dann wird man genagelt und zum Schluss schreit man, oh Gott, ich komme. Ist das nicht toll? Welche Einheit hat denn jetzt eigentlich der Typ Matt? Keine Ahnung. Wieder abstechen. Boah, das dauert so ewig lange. Hey, ihr habt einen Heli. Piu. Einmal im Kreis fliegen. Natürlich, ich komme nicht hoch. Ja, noch bevor ich den Boden gerührt habe. Bimba. Boah, ich krieg ja nur noch wie blöd. Gruselig. Jetzt hat das seinen Super Saiyan Mode. Yay, und ich habe ihn überlebt. Noch. Und tot. Tudum. Und ich habe schon wieder Hunger. Ich kann noch ein paar Cracker essen und mir noch ein paar Videos angucken. One Piece! Voll im Fieber. Ist du ein Anime, den ich nachgucken könnte? Wenn ich keine Schule habe, gucke ich die ganzen Nächte durch. Wo Naruto und so weiter. Wie weit bist du mit Naruto? Sag mal, ich habe angeschrieben werden. Hä? Angeschrieben werden? Was hat das mit meiner Frage zu tun? Nee, ich wurde gerade angeschrieben, deshalb. Ja, deswegen, was hat das aber mit meiner Frage zu tun? Nicht gefragt, bei welcher Folge du bist, aber ich hab jede normale und jede Shippuden-Folge schon gesehen. Inklusive OVAs und Specials und alles andere auch noch. Und Filme. Ich bin im Moment bei hässlichen Filmen angelangt. Bei den restlichen fünf? Nebenbei gesagt, in Folge 400... Yay! Ich glaube, es war in Folge 412. Spätestens danach wirst du Sasuke nicht mehr mögen.
Ja. Und das leckt gerade übelst. Ist mir scheißegal. Bei mir läuft's flüssig. Kannst du es. Kann... Tja, da ist sein Internet abgekackt. Das erklärt natürlich, warum es bei ihm so schlecht geleckt hat. Hehehe. Hui, hui. Schupp. Hui, rup. Nur noch Matt übrig. Schön. Schnummel, du kleines Mistvieh. Ein Hit. Kriege ich den auch noch One-Hit? Erstmal muss ich ihn treffen. Ich habe nicht mal lange meinen Super Saiyan Mode. Nein, ich habe mich One-Hit gekriegt. Kakeo Kill Steal. Dein Internet ist abgeschissen, ne? Irgendwie nicht. Wenn mein Internet abkackt, habe ich die ganze Zeit über kein Internet mehr. Ja, dann ist irgendwie dein Skype abgekackt. So, jetzt muss ich eben das Fenster richtig ziehen. So, jetzt geht's wieder. Ja, alles, egal was der da gesagt hat. Interessiert mich nicht. Ich sehe nichts. Ach, stimmt, ich muss ja auch Bildschirm übertragen erstmal drücken. Ah, ha, ha. Also die letzten paar Kämpfe ist jetzt eigentlich wirklich nur noch überlänger, langer Kampf, keine Ahnung. Das ist momentan ziemlich langweilig. Das Spiel wird einfach nur noch in die Länge gezogen auf Deutsch. Genau. Hast du gerade gegähnt? Nö. Das war eine optische Täuschung, dass ich gegähnt habe. Vor allen Dingen optisch. Ist auch gut, wenn Leute nicht hören, dann sagt man auch immer... wasch dir mal die Füße, dass der Dreck nachrutscht. Der Spruch ist gut. Und wie man auch hier merken kann, ob jemand zuhört, ist gesagt, also, geh mal zum Ohrenoptiker. Ne? Es gibt keinen Ohrenoptiker. Es gibt höchstens einen Augenoptiker, oder wie? Augen, oder ne? Was? Und Ohrenarzt. Ja, okay. Es gibt keinen Augenoptiker, weil Optiker schon Augenarzt ist. Naja, doppelt gemoppelt hält besser. Ist gut, wenn man zu einem Augenarzt geht. Man hat ja auch schließlich zwei Augen. Das war alles geplant. Und ich kann eigentlich jetzt was zocken. Und du guckst doch zu. Tu ich das oder habe ich eine Dia-Show gerade am Laufen? Du tust das und du hast keine Diashow am Laufen. Doch, nein, hast du nicht, ich sage es. Ich kann aufnehmen, wie stark das lenkt. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Wow, schöne Lags. Wow, überall Pfeile, oh mein Gott. Super Saiyan. Der ist tot. Hui. Peng. Tschu. Hey, das Bild wird flüssiger. Tja, ich sagte doch, es leckt nicht. Und schon habe ich wieder Standbilder. Sieht alles an dir. Ja, 5 Sekunden. Ja, 5 Sekunden ist besser als gar nichts. Fatal. Autsch. Ja, Skype sagt mir gerade auch ein Problem mit der Internetverbindung. Dein Internet ist halt scheiße. Das sagt schon einiges, wenn ich für 15 Minuten Videos wirklich... 5 Stunden. Ja, deine Upload-Geschwindigkeit. Kannst froh sein, dass LOL nicht ganz so viel Internet braucht, ey. Generell, wenn ich irgendwo ein HD-Video schaue, habe ich sofort eine eine empfangende Internetleitung von 2 Megabit. Sofort. Und beim Hochladen habe ich immer zwischen 1 und 2 generell. Wenn ich es vernünftig hochladen will, weil sonst dauert es auch
Sonst würde das ewig dauern. Und das heißt schon was. Tschu. Also wer alles die Internetverleitung von GLP haben will, sagt, schreibt in die Comments, geht. Nein, tut ihr nicht. Ihr geht auf den Kanal von Newboy1506 und schreibt da, ich will GLPs Internetleitung. Alter, da will ich dir mal mit deinen Kommentaren auf die Sprünge helfen und dann sagst du direkt, sie sollen es auf meinen Kanal schreiben. Ich will keine unnötigen Kommentare. Willst du 3000 Kommentare, wo ich drin steht? Ja. Tja. Ich find's lustig. Also Leute, dann verhelft ihn zu 1000 Kommentaren, wo ich drin steht. Newboy1506. Und bei ihm steht das Capcom auch auf dem Rücken. Wieso ist es dann beim Energieschützen so schwer? What the fuck? Und du hör bitte auf, das Capcom zu suchen. Ich kann nicht anders. Wo ist es eigentlich bei dem hier? Kein Plan. Fußsohle. Schon habe ich es gefunden. Und jetzt gibt's wieder den Shinomu-Slasher. Hui! Wow, ich habe sogar einen aufs Maul gekriegt. Oh ja, das war super gezielt, Kumpel. Zack. Nochmal durch. Schuh, wieder durch. Juhu, es ist tot. Hör. Au. 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 Hui. Au. Slash, Double Hit. Ui, jetzt habe ich meinen Vampirritter wieder. Hey, wäre geil, wenn ich jetzt einen Teil noch vom Drillroboter bekommen würde. Wenn ich einen Drillroboter für den Endkampf hätte, dann wäre das schon easy going. Das wäre so verdammtes easy going. Hallo, überhaupt noch da? Ja. Okay. Ich habe gestern Abend zu viel. Ja, gestern und heute eigentlich. Gestern habe ich nicht viel gepennt. Vielleicht. Ja. 10 Minuten. Ich bin kurz vor 0 ins Bett gegangen. Deswegen. Ich bin um, na, kurz nach 6 aufgewacht. Also, da ist nicht viel Schlaf gewesen. Aber ein bisschen mehr als 10 Minuten. 6 Stunden und 10 Minuten vielleicht, also auf jeden Fall 6 Stunden ungefähr. Ja. Und ja. Nein, ich habe keine Muni mehr. Fu Drill Roboter. Fu. Fu. Jetzt geht's ab. Yeah. Bei mir hast du genau jetzt den Saiyajin-Mode aktiviert. Cool. Und mal gucken, wann habe ich ihn bei dir gewonnen. Jetzt bin ich fertig. Jetzt. Wow. 5 bis 6 Sekunden oder so. Imba, Internetleitung ist wirklich vorhanden. Ja, ich habe einen Datenkristall für einen Drillroboter. Imba, ich habe einen bekommen! Imba! Der Endkampf wird ein leichter Klacks. Wow, oh, ich habe schon wieder so einen Armee-Roboter. Wow, der bringt mir viel. Die große Drachenparade! Ich mag das Level nicht. So viele Drachen. Ha, tun wir einfach mal den Drillroboter rein. Für den. Für den da.
Vampire, da tue ich raus. Mir überlege, ich habe noch 290 Punkte. Tue ich einen Revolverschützen rein. Ja. Jetzt ist jeder eigentlich fast ein Nahkämpfer. Ach, Fern. Und der Balltyp kann ja seinen Ball werfen. Also macht das ihn zum Fernkämpfer. Und jetzt gibt es 9000 Punkte in den Drachen. Man überlege, wenn ich genau die gleichen Einheiten hätte wie der Gegner. Higgs hätte ich so 14.800 oder so verbraucht. Oder 14.000. Über 14.000 auf jeden Fall. Hey, die anderen Drachen sind schon da. Puh. Miau. Autsch. Voll ins Gesicht. Miau. Das Beste, was einem in so einem Drachenlevel eigentlich passieren kann, ist, dass sich die Drachen gegenseitig angreifen. Mit ihren super tollen Laserstrahlen. Nein, ich bin reingekommen. Und tot. Imba. Hey, ein Drillroboter. Jo. Wenn dir gleich noch ein Drachen... Ich bräuchte noch einen Drachen, dann könnte ich die wahre Stärke von so einem Drillroboter zeigen, der ist... Ja, okay. Man sieht schon, dass er auch ziemlich gut sein kann mit seinen... Drillattacken. Aber das ist sogar nur ein kleiner. Ist ja langweilig. Mal gucken, ob ich den Angriff auch gut hinkriege. Miau. Oh ja, ging halbwegs. Voll in den Arsch. Diesmal hat sogar sau gut gepasst. Au. Boah, Alter, wie lang flieg ich denn, ey? So ein Drillroboter hat's in sich. Ja. Schuh. Jetzt kommt so ein großer Donner. Ja. Naja, der heißt ja nicht mehr Donner, der heißt jetzt Plasma. Boah, zwei so eine Kanone. Die machen ungeheuer Schaden. Nee, ich verlangsame so schön. Oh, da hinten ist noch... Hey, das ist so ein kleiner... Dingensdrache, glaube ich. Ist der klein? Keine Ahnung. Au. Auf jeden Fall hat der mich angegriffen. Oh, geil. Und schon werden wir... Ne, er ist klein, er kann wegfliegen. Ey, cool, das kann ich auch in der Luft machen, den X-Angriff. Das ist ja immer... Whee! Bumm. Probier ich mal. Jum. Der war geil. Alter, wie viele Drachen hat der? Das ist die große Drachenparade. Da kommen nur Drachen. Peng, 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 peng. Njong, voll und rein. Und wieder raus. Das macht Spaß. Der ist irgendwie lustig mit dem Drillroboter. Der sieht auch funny aus. Und jetzt kommt der gleiche nochmal in groß. Hey, bin ich gut. Und solange ich es noch kann, schießen. Bam, bam, bam. Boom. Du bist so ungeheuer still gerade. Ja, ich weiß, ich konzentriere mich ein bisschen. Schimmel! Da will
mal dich in voller Konzentration sehen, wie lange du da nicht reden tust. Oh. Wenn ich in außerhalb einer Aufnahme LOL spiele, glaub mir, ich sag so gut wie gar nichts mehr. Und tschö, Kumpel. Niaung. Voll in die Füße. Ah, jetzt kommen alle Drachen noch meinen Kleinen als letztes. Das war knapp. Noch beim Reingehen noch verletzen. Schuh. Boah, ich tu dem echt weh. Nausch. Wie kommst du da drauf? Und ich hab von Anfang an nur den Drillroboter. Nee, ich hab nicht von Anfang an den Drillroboter. Ich hab vorher noch einen verloren. Ja, aber schon immer. Und tschö. Mein Neo G. Ich sag dir, ein Drillroboter reicht für den Endboss. Das ist so imber. Schmö. Cool, ich hab sogar noch meinen Kumpel weggeschossen. Ja, da fällt mir gerade was ein. Wieso mache ich nicht einfach Super Saiyan Mode? Sind ja eh die zwei letzten. Und dann kann ich schön Rapid Fire machen. Schmü. Boah, wie viele da nur hinfliegen. Gewonnen. Boah, 1,4% Ausweichrate. Hey, so ein Teil für einen Donnerdrachen. Hey, ich hab Maisdrachen. Und hey, ich mach noch eben die Taucheinheiten und den ganzen anderen Rest. Ich weiß gar nicht, ob mein Stiefvater jetzt fertig ist. Ich glaub schon. Aber er sagt es nicht. Böse. Ach, scheiß drauf, ich lass die Einheiten so. Tauche. Das wird noch nervig. Ich schätze mal, jetzt kommt es 3000, 4000 oder auch 2000. Ja, knapp. Und zwar in die falsche Richtung. 3000, 4000? Nee, nur 2. Ich hätte 3000 gebraucht, aber er nicht. Und ich bin kurz AFK. Denn ich hab Hunger. Boah, bist du verfressen. Das sagt der Richtige. Ich hab wenigstens schon bemerkt, dass ich ein kleines Stückchen abnehmen muss. Der Nachteil ist einfach nur, ich mach momentan keinen Sport. Ich werd nicht fetter. Ja, ich noch auch nicht, aber ich mache momentan irgendwie gar keinen Sport. Weil Batman habe ich mal gemacht, da bin ich jetzt nicht wirklich im Verein, da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Schwimmen würde ich wahrscheinlich machen, nur die Schwimmtrainerin da, die ist einfach übelst scheiße, da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann freue ich mich schon, wenn es wieder richtig warm wird, dann kann ich in den Badesee gehen und dann da schön schwimmen, mit Freunden chillen und Fangen spielen. Sportart ist Free Running. Free Running? Die beste. Weißt du, womit man am schnellsten Kalorien verbrennt? Treppensteigen. Boah, Alter, bin ich hier drin lahm. Das ist ja imber. Jojo, tschö. Ja. Yay, ich hab's hingekriegt. Mal einen Hit drauf zu machen. Und tot. Schuh. Ho, 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 ho. Oh ja. Ach ja, hab ich das schon erwähnt? Ich bin der Erste, der Gotcha Force auf Deutsch in der Story LP. Woo! Ich weiß, dass ich schon erwähnt habe, aber hey, ich kann es nicht oft genug tun. Bam, bam, bam. Schuh. Schade. Letzte habe ich gar nicht mehr gebraucht. Ja, da ist noch ein anderer gekommen. Dann Super Saiyan Mode. Nja. Piu. Komm, stech ihn ab, stech ihn ab,
Stech ihn mit deinem langen Hai. Mit deinem Schlangen, ich kann kein Deutsch mehr. Erste und ewige Fremdsprache Deutsch. Stech ihn mit deinem langen, harten Stahlteil ab. Bis zum Anschlag und noch viel weiter. Also kombiniert mit dem Bild sah das echt lustig aus. Mal zwei Teertaucher. Drei Teertaucher. Scheiße, wie wenig kosten die denn? Einer kostet ja nur etwas über 300, dann ein Teertaucher. Also für mich. So komme ich mir da gerade in den Blasen vor. Hey, einer ist weg. Und ich treffe sogar noch Imba. Hey Imba, ich habe hier sogar noch damit irgendwie getötet. Und kriege ich ihn? Yes. Boom, bitches, I got him. Und das ist so ein Einheitenverlust. Hey, ich habe einen Teil für einen Teertaucher. Ich würde gerne wissen, was ich jetzt noch als letztes machen muss. Showdown mit der Hellenburg-Einheit. Ich hoffe, dass es nur noch dieser eine Kampf ist. Flügel und Engelburg. Let's go. Denn es zieht sich und deshalb muss ich erstmal einen Schluck Apfelschorle nehmen. Und weiter geht's. Piu! 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 Ratatatatatatatata. Hey, food euch! Hey, das kam. Da kommt gerade einer. Der ist doch schön. Einladen. Ach, geil, eine Eisbarküre. Tschu. Piu, piu, piu. Zack. Voll durch den Arsch. Miau. Whee. Ah, falscher Knopf. Oh, puh, was tue ich da? Na, ich habe noch mehrere Gegner, okay. Mach ich das einfach erstmal so. Oh ja, genau, voll in die falsche Richtung. Oh, geil. Das ist so eine Einheit, wie Schuh sie hatte. Oder hat. Hey. Immer schön drauf. Komm her. Ja. Ich frage mich jetzt, ob das der Klingt. Welcher der beiden ist es? Der Originale? Jo, es wäre der Originale. So sieht er wahrscheinlich dann in einer anderen Farbe aus. Oh, nicht erwischt. Puh. Ja, jetzt aber. Überall sind so eine Scheißfelder, ey. Piu. Wieder so eine dumme Walküre. Eine, die Luft verlangsamen kann. Haha, verfehlt.
Wow, das sah lustig aus. Als ob ich voll daneben schlag und dann irgendwie doch noch treffe, aber ich habe doch noch daneben geschlagen. Hey, das ist der Klingentyp. Miau. Ach, ich bin verlangsamt. Danke, du dumme Kuh. Na geil. Und kann ich sie treffen? Yes! Und sogar noch stirb, getötet. Stirb, stirb, stirb! You died. Ich hab Mom died. Jetzt durchdringe ich erstmal den Gegner mit meinen langen, pieksigen Metallteilen. Der war schlecht. Tja, aber die Wahrheit. Peng! Oh, der hat einen Mega-Penis. Verpasst. Nur ein paar. Während ich mir ein Brot geschmiert habe. Nicht wirklich viel. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich den einen Kampf kriege. Nein, natürlich kriege ich ihn nicht. Besiege die Fahrzeugeinheiten. Ich darf noch sinnlos irgendwelche weiteren Gegner besiegen. Und es kotzt an. Förmlich an. To the place I belong. Ich habe keinen Grafikfehler, wieso? Warum war bei mir dann gerade das ganze Bild über Rot? Skype? Weil Skype es kann. Und Shinomu! Bling! Peng, peng, peng! Auf zu den Panther-Fahrzeug-Dingern, was auch immer es sind. Oh, ich muss mich mal kratzen. Am Bein. Nicht mein drittes, aber am Bein. Ist schon wieder gut. Ja. Peng. Schuh. Und tschö. Wenigstens haben die Gegner nicht mehr so viele Punkte. Ja. Komm. Peng. Tschu. Oder auch nicht. Komm schon. Oh, das tut jetzt weh. Yay, I did it, he did it, she did it, Penis did it. Die letzte Einheit. Dein Laser war voll fail. Weißt du, wer noch mehr fail ist? Du in deinem letzten Spiel mit mir. Du, Fieder. Apropos, ich müsste Alistair mal wieder spielen. Aber dann mal auf AP, wie immer. Schuh. Tja. Mit einem hochgeskillten Heal und mit kaum AP komme ich nicht voran. Tja. Pantherfahrzeug oder so. Ich könnte sagen, das wird noch ein echt mieser, langer Kampf. Dann wird es wahrscheinlich noch mehr Parts dauern. Ich nehme jetzt schon wieder etwas mehr als eine halbe Stunde auf. Naja, ich brauche erst sowieso erst wieder in zwei Tagen ein neues Video.
Leuten heute noch das Ende erzählen. Ja, ich. Du weißt, mein Gedächtnis war nicht mehr so gut und das gibt halt wohl ein bisschen mehr. Peng ins Gesicht. Und. Nein, den ersten krieg ich nicht mehr noch besiegt. Hey, ich hab noch dadurch erwischt, immer. Oh, ganz böse, ganz böse. Ausgewichen. Das ist ein blöder Silber- oder mit. Ich glaube, es war Metallheld. Der macht nämlich böse, böse Schaden mit dem Angriff. Wollte heute ein Freund von mir mal ein LoL leveln. Du dann. Das ist Game mit ihm. Ja, sag ich jetzt mal so. Bleib mir mit 20 Kills. Du, er. Gegner. Ich. Ach so. Ja, geht dann halt, ne? Auch wenn man sagt, komm, ich mache mir einen Level 1er Account, weil dann die ganzen Noobs da sind. Ja, irgendwann denken sich das auch mal die Pros und dann ist Sense. Die anderen Leute. Man, deswegen wird meine Schwester auch nicht wirklich so Pro sein, weil die sich immer ständig neue Accounts macht. Deswegen spielt die immer ganz oft wieder mit Noobs. Oh, die letzten beiden. Oh, wie ich dich hasse. Piu, piu. Nein. Ich musste mir erst einen neuen Account machen. Wieso denn das? Ach so, damit du. Ach ja. Auch keine Noob-Gegner. Auch keine Pro-Gegner, so. Generell nicht. Erstens war das zur Zeit, als ich noch gefeedet hab. Aha. Zweitens, der hat einen leichten Bug. Ah, okay. Ich kann dir ein Spiel und mir werden direkt 2 oder 3 Niederlagen angeschrieben. Oh, auch nett. Ja. Tidim, tot. Also sobald ich einen Boss besiegen kann, ja, brauche ich nur noch 2 Boss und dann ist Sense. Ja, und dann ist wieder einer eingestorben und alles ist ganz toll. Und ich kann dir sagen, dass ich eigentlich hier nahezu jeden, alles nochmal hier leerräumen muss. Das ist so langweilig. Oh Gott, ich könnte einschlafen. Ich kämpfe bis zum Bosskampf raus. Bis zu den Bosskämpfen. Nee, kein Bock. Überhaupt nicht. Autsch, danke. Stirb. Miau. Will ich auch nicht. Ich hab keinerlei Interesse. Einmal angehört, direkt Kopfschmerzen bekommen. Wow. Jedes Mal, wenn wir in letzter Zeit Musik haben, haben wir danach immer einen Ohrwurm von Taken by a Stranger. Weil er immer was mit der Musik labert und dann immer mit dem dim 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 dim. Ja, da kommt das dann her. Tju. Und du musst dann irgendwann einsetzen mit Taken by a Stranger. Jetzt komm doch mal! Puh. Deine Mutter isst gerade, du Vielfraß. Wahrscheinlich habe ich damit vielleicht sogar noch recht, dass deine Mutter gerade isst. Nein, ich will den normalen Ritter noch. Ach, den normalen Ninja noch töten. Tschu! Tot. Hättest du das nicht gebacken bekommen, hätte ich dich so ausgelacht. Tja. Mit Alistair jetzt mit seinem Headbutt zu treffen, also Kopfstoß und direkt danach auf den Boden schlagen, das ist etwas schwer geworden. Vorher war das so, dass man den Gegnern eine bestimmte Reichweite zurückschubsen konnte. Wenn man ganz neben ihnen stand, hat man ihnen die volle Reichweite nach hinten geschubst. Stand man aber ganz weit weg von ihnen, hat man ihnen so gut wie gar nicht weggeschubst.
Also wurde die Zeit, die Strecke, die man erstmal zu ihm laufen musste, auch noch gleichzeitig mit berechnet. Ja, voll von unten. Ja. Aber ja. Hey, wenigstens habe ich unseren Damage-Dealer immer wieder mal gerettet. Hey, ich. Am besten war, er portet sich weg, indem er umweg springt, eben der Peter Chin Chao an. King Kao? Achso, ich, ja. Wuxin noch meinte, er würde mich bekommen. Ich finde das immer so geil. Und die meisten hätten dann reagiert mit abhauen und dann wären sie wahrscheinlich draufgegangen. Wenn es aber in dem letzten bisschen passiert, dann schafft man es noch abzuhauen. Ah, daneben. Autsch. Oh, schade. Au. Genauso wie unser Warwick, der einfach mal in die Beile von Dr. Mundo rennt. Hey, ich hab 100 HP, renn ich doch mal in das Beil von Mundo. Ja. Oder auch du gut. Hey, ich hab nur 400 TP, ich kämpfe mal gegen den Voll-TP Timo. Und bist dann nach 2-3 Schlägen tot. Hab ihn aber gut Schaden gemacht. Das bringt nicht viel, wenn er danach abhaut. Was bringt dann... Nee, wir waren eine ganze Ecke weit weg. Okay, der Tündermär hätte aber helfen können. Der bestimmt bei 3/4 seiner Tode seine Ulti vergessen hat. Und die bestimmt bei kurz bevor der Angriff getroffen hat, seinen Ulti drücken wollte. Das ist scheiße, man muss wirklich. Ach, ich spiele Tündermär und Kopfmär. First Item Deutsch. Ja, Attack Speed. Das ist trotzdem dumm. Ja, also ich würde mir Crit holen oder Angriff oder Schuhe, das ist alles noch besser, aber Attack Speed braucht man nicht. Piu! Vor allem 15% kann man in die Sonne verloppen. Ja, das ist nicht gerade viel, das ist vielleicht 0,1, die man da mehr hat. Eine Frage, hast du den Knall gehört? Ja, leicht. Das wird man in der Aufnahme aber auch laut genug gehört haben. Ich bin so klein, klein und tot. Was ist denn da runtergefallen? Wow, ein Taschenrechner wird einen Sturz auch wahrscheinlich bestimmt nicht überleben. Nicht, wenn alle Bücher noch mit drauf knallen. Ja, okay, liegt daran, wie sie umgefallen sind. Ob sie alle runtergerutscht sind. Tschu. Boah, geil, vor ihm mit Bohnen. Oh Mann, ich hasse es, wenn ich Schlupper habe. Tja, dein Pech. I'm not done yet. Yay, jetzt kommt der Militärtyp. So, direkt das nächste abfressen. Und wer kommt als letztes? Hey, noch ein Ridley. Ich hasse diese scheiß Hexen, die mich kleiner machen. Zack und weg. Tschu. 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 I can do this. Jetzt wird gerattert, bis das Zeug hält. Woo! Wow, yo, I'm awesome. Yeah, and I got another Vampir-Ritter und so ein Teil von Ridley. Und immer noch nicht den Boss. Die Bombereinheit. Ja, was auch immer das für Einheiten sind.
Ling, ich kann den hier durch eine 350er Punkt. Ich versetze es mal so. Ah. So. So, so. Und hol mir jetzt mal den Energieschützen. Einfach so just for fun ran. Vielleicht finde ich ja zufällig das Capcom. Da kann ich nicht schlafen. Also, Marcel, warum bist du so spät? Kann ich hier nicht schlafen? Wieso? Weil ich in dem Spiel ein Capcom auf einer Figur suchen wollte. Aha, netter Doppelangriff. Und der X-Angriff ist... Aha, der. Der X-Auflade. Ah, die Bomben. Das ist schon mal informativ. Ich frage mich wirklich gerade, wo es drauf steht. Autsch. Boom. Ja, eine vernichtende Einheit ist der X-Angriff. Ja, besonders bei der Trefferrate. Oh, geil. Ich mag dieses Geräusch nicht. Fernzentoren. Die sich fast immer selber in die Luft sprengen. Boom. Und boom. Also entweder leckst du tot. Ja, so gerade. Das ist echt komisch. Die mögen das wohl. Sehr mal befriedigendes. Befriedigendes Gefühl, wenn sie in die Luft fliegen. Und sich immer durch ihre eigenen Angriffe weiter weg katapultieren. Weil? Keine Ahnung. Hey. Killstil. Ja, interessiert mich gerade nicht. Leck. Nice. Hey, er hat sich selber getötet. Hey, Bomben, geil. Die muss ich jetzt nur noch zu dem anderen zu den anderen Gegnern hinbringen, dass sie sich da in die Luft sprengt. Hä? Hat die sich in der, keine Ahnung, wo die sich dran ziehen wollte. Ich muss die hier in der ganzen Gegnermenge in die Luft fliegen lassen. Hey, das waren sogar gleich zwei hintereinander. Oh, keine weiteren mehr. Puh. Na dann. Super Saiyan Mode. Shinomu. Alter, das nervt so tierisch, wenn er es jedes Mal macht. Wusstest du, dass es ein Super Saiyan 4 gibt? Ja, weiß ich. Ich habe auch das Spiel gespielt, stell dir vor. Ja. Das gehört aber größtenteils nur für die Schule. Kann man um 3 nach plus müde sein, beziehungsweise halb 9. Ich hab 6 Stunden Schlaf bekommen, Junge. Und ich quäl mich hier gerade mit Gotcha Force. Musst doch nicht weiter auf. Ja, ich mache aber ungefähr immer Stundenvideos. Ja, jetzt quäl ich mich auch gerade. Wenn es für die anderen auch nicht mehr interessant ist. Bip, 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 bip. Boah, das geht mir so auf die Eier, dieser Sound.
Da will ich lieber. Da will ich lieber. Hören. Ne? Weißt du wovon? Esri als Ulti. Der Sound. Und schon wieder reden wir über Leute. Ja, ich weiß, wir schwerfen immer wieder drauf ab. Ich bin ja halt. Wir finden wir immer eine Verbindung zu den Gelben. Ja, hab ihn. Boah, dann nehme ich aber das irgendwann. Sieht geil aus. Ja. Wow, ich habe eine Trefferquote, die ist so unterirdisch. Zeitbomber! Wow, als ob ich die will! Genauso wie den Fernzünder oder so! Ihr wollt mich doch alle verkacknudeln. Ach komm, ein, zwei können, kriegen wir noch hin. Der asiatische Kampf. Wenn ich Pech habe, muss ich noch 11 Kämpfe machen. Oder sowas. Keine Ahnung, ich spiele jetzt einfach mal blind. Ich habe jetzt die Augen zu, nur mal so. Glaub ich dir irgendwie nicht. Habe ich aber. Mache ich überhaupt was Vernünftiges? Du tippst einfach nur blind auf die Tastenwort. Ja, so in etwa. Ich merk's jetzt auch gerade, weil ich sterbe. Ja, jetzt mal wieder back to Reality. Piu. Oh, aus der ist ein Shotgun. Hinter dir. Deine Mutter ist hinter dir. Und bin ich tot, bin ich tot, bin ich tot, bin ich tot, hä? Hä? Nein, noch nicht? Jetzt. Oh, Doppelsichel. Doppel-X. Satz mit X-Farbe und X. Der Schatten sah aus wie eine Fresse. Also von der, diese Staubwolke von dem Samurai vorhin sah aus wie eine Wolke. Wie eine Fresse. Boah, genau, die Staubwolke sah aus wie eine Wolke. Wie kommt's wohl? Keine Ahnung! Hui, Schnümü! Peng. Sieht so lustig aus, wenn ich zurückgehe. Yeah. Oh, ich bin cool. Immer. Oh. Das sieht echt lustig aus. Peng. Weißt du, was mal lustig wäre? Gotcha Force 2. Und dann musst du so eine Funktion angeben, Online-Player. Wo man so eine Story im Online-Modus besiegen kann. Aber dass die Gegner auch andere Spieler sein können. Das wäre doch so richtig unfair. Dann würdest du so ein Level nicht mal packen. Ja, natürlich. Ich auch. Naja, den hat Gotcha. Ja, das geht sowieso in nicht mal so vielen Spielen. Story zusammen. Ja, das finde ich irgendwie traurig. Damit kann man sich schon ordentlich Geld auch einheimsen.
Hast du Brawl? Ja, sicher. Ja. Findest du es gut? Naja. Hater! Ich hab bessere Spiele. Also ich find's richtig geil. Ich alleine aber Geschmack, Jache. Aber du magst Mario, gib's zu. Du magst es wehrlosen kleinen Gumbos auf den Kopf rumzuspringen, oder? Ich finde Mario allgemein gut. Weil das eben noch dieses klassische Jump'n'Run ist. Ja, klassisch nicht mehr. Und das nicht so auf Grafik versessen ist. Minecraft! Nee. Minecraft, jeder LP hat ein HD-Texturen-Pack, ey. Bäh. Dann holt euch doch ein. Ja, aber das auch in den normalen Pixelgrößen. Dann können sie Minecraft direkt in HD-Craft umbenennen. Schnummü. Peng. Piu. Slash. Oh, da fällt mir gerade an, ich kann nämlich mal den Super Saiyan Mode aktivieren. Auch wenn ich habe zwar noch 120 Leben, aber das ist mehr als genug. Wie man unschwer erkennen kann. Peng. Da fehlt noch etwas mehr als. Hey. Samurai Ninja. Shuriken Ninja einfach. So heißt er auch. Und du willst sterben noch. Stylisch nach oben geflogen. Und ja, ich bin. Lol, ich lebe noch mit einem. Jetzt nicht mehr. Ha, sag ich doch, du stirbst noch. Ich weiß nicht wie oft. Man kann es nachher am Ende sehen. Wird nachher, nachdem man das Spiel durch hat, alles in den Statistiken angezeigt. Und stirb! Hey, normaler Samurai, jetzt gibt's wieder viel Schrott. Shuriken Ninja, hey! Das kommt immer Schrott. Taumeister. Ja, größtenteils. Kung Fu Meister. Du legen wir los, muss ich üben? Na, das solltest du oder sowas. Ich würde jetzt gerne mal den Shuriken Ninja sehen, von dir gesteuert. Shuriken. Also, wenn ich er wäre, ich würde so schnell kotzen. Ja, arm ist ich. Boah, Alter, da wird einem eigentlich so schnell schlecht von. Ja, zum Glück müssen Spieler nicht unbedingt realistisch sein. Ja, zum Glück. Eines der besten Beispiele ist wirklich Minecraft. Minecraft! Mal von der viereckigen Blöcke-Objekt ganz abzuschweigen. Ganz abweisen. Ja. Sand fällt dir auf den Kopf, aber kein Dreck, keine Steine, nichts, was wirklich so stark herunterzieht.
Niaung. Zack, ein Angriff zieht die Hälfte Leben. Niaung. Und die andere Hälfte. What the fuck, warum hat Kotaro auf einmal so eine Imba-Einheit? Nein, der Typ hat eigentlich nur Noob-Einheiten. Oh, der Laser ist fies. Noch gut stark. Nein, er hat's überlebt. Schu, 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 schu. Das hat die Sache gehört, dass er aber yeah geschrien hätte. Ja. Niaung, yo, beide erwischt. Naja, wenigstens für kurze Zeit. Shinomu. Wo ist bei ihm eigentlich das Capcom? Ich find's gerade nicht. Naja, nein. Arschsohn ist es nicht. Ich muss es gleich mal suchen. Hör, hör! Wenigstens hast du bei dem anderen aufgehört. Bei dem gucke ich natürlich auch noch kurz. Aber bitte nicht mit der Aufnahme. Ja, okay. Wenn ich es finde, dann nehme ich es noch eben auf. Auch wenn die Leute es nicht sehen werden. Schuh! Stirb. Ach ja, schön. Yay, we showed them. Hey, du hast Pluspunkte gemacht. Hurra. Und das letzte bis 2300. Training mit Tetsuya und Kitsune. Ich finde immer noch der die geilsten Augen. Die Augen sehen aus wie Augenbrauen und darüber sind seine Augenbrauen. Muss mal aufpassen. Sieht so lustig aus. Als ob er doppelte Augenbrauen hätte. Yo! Au, böser Fettsack. Lass mich in Ruhe den Tetsuya killen. Weil er ein er ist ein Samurai und ich bin ein Ninja. Ja, siehst du mal. Bushido so. Ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, what the fuck, was hat Bushido damit zu tun? Bushido ist japanisch für Weg des Samurai. Dann wisst ihr, jetzt wissen alle, was der Name Bushido bedeutet von dem Sänger. Rapper. Das ist mir so scheißegal. Das musst du aber genau nehmen. Rappen und singen sind zwei verschiedene Arten. Ich weiß, aber es interessiert mich ein Scheißdreck. Wie heißt nochmal irgend so ein Rapper, Schrägstrich, Sänger, von dem. War das Bushido oder wer auch immer, der einen Film rausgebracht hat? Ich weiß nicht. Bushido. Oh mein Gott, ein Video über eine schlechte Kindheit oder irgendetwas anderes. Das ist so viel Neues. Es gibt genügend andere Familien, die haben auch so eine Probleme oder so ein Pech. Ja, guck mal, mittags RTL, Familienbrennpunkt. Ja, das ist auch meistens immer übertrieben. Also, was du nicht glauben solltest, ist RTL. Das auch. Und Sat.1 ist auch immer so ein Scheiß. Ne? Ich sag nur Akte 2010, der Bericht über LOL. Totaler ja. Beschiss. Totaler Beschiss. Angeblich, wenn man sich Skins kauft, werden ja die Charaktere noch sterben. Aber um seine Charaktere mit Waffen und Ausrüstung zu bezahlen, da muss er richtiges Geld zahlen. Und der Video-Owner hat ja selbst da hingeschrieben. Also, ne, so den Shop will ich sehen. Ich auch.
LOL ist gerade so ein Spiel, was wo Leute keinen Vorteil haben, wenn sie sich Sachen aus dem Shop holen. Ja. Ja. Ich meine, es gibt, ich verdiene noch genügend Geld. Weißt du noch, wo die für, ich glaube, nur 2 Wochen oder wie viele Wochen waren das? 2, 3 Wochen? Wo die für einen Skin, wenn die Leute sich einen Skin kaufen, geht das Geld dafür an Japan wegen den Tsunami. Wie lange ging das? Weißt du das noch so ungefähr? Nee. Auf jeden Fall nicht lang. Und wie viel Geld haben sie zusammengekriegt? 160.000 US-Dollar. In 1, 2 Wochen. Die verdienen genug durch ihre Skins und alles. Nur durch einen Skin. Ich weiß nicht, wie viel der Skin kostet. Ich glaube, 5 Euro etwas mehr, ne? Kannst du dir mal vorstellen, dass knapp, hey, so ein Teil, dass knapp 320, 1000, nee, haut das hin? Nee, aber 32.000 Leute ungefähr diesen Skin geholt hat, ist schon eine Menge. Und das in dieser Zeit. Und yo, wir können, ich habe schon wieder überzogen. Das sind alles wieder über 1 Stunden Folgen, naja. Man sieht sich, Leute.